So, die Folge beginnt mit Katzen, Mauzen und Kratzen. Ich muss mich gerade mal am Arm kratzen. Das Bett. Ja, ich stelle es erstmal hier oben hin. Da, wo es herkommt, ist ja auch egal, wohin eigentlich. So ganz karg in die Landschaft gekachelt. So, und ach ja. Bin ich wieder unvorbereitet. Ich wollte ja noch ein paar Sachen mitnehmen. Die Monster lasse ich jetzt mal ausgeschalten. Weiß nicht, wird da schlechteres Wetter oder so? Irgendwie sah es gerade komisch wieder aus. Und zwar brauche ich ein wenig Holz. Natürlich Holz. So. Und dann muss ich mal überlegen. Ein Boot, nämlich ein Boot. War das so? Ja. Ich nehme mir mal noch ein zweites mit. Und ein drittes. Falls es wirklich dazu kommen sollte, dass wir irgendwo auf Grund laufen, nehme ich mir jetzt wirklich mal ganz paar Boote mit. Es soll nicht unser Schaden sein. Okay, pass auf. Jetzt natürlich, wie ich das in Zukunft mir so vorgestellt habe. Gehen wir hier herüber. Da wird dann unsere Brücke gebaut. Warte mal ganz schnell. Ich will mal kurz was gucken. Es kann nämlich sein, ich habe hier ein bisschen was rüber gedreht. Bum, 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 bum. Ich werde mal kurz die Bildrate ein kleines bisschen minimieren. Ja, weiß nicht, ob das jetzt viel ausmacht oder so. Aber ja, macht nicht wirklich viel aus. So, und hier soll dann der Weg irgendwann mal weitergehen. Quasi hier rüber an diesen großen Strand. Und hier hinten möchte ich dann gerne einen Leuchtturm bauen. Und eventuell so einen kleinen Hafen. Uäh. Also eben für die Boote. So. Ein solches. Was ist denn das da unten eigentlich? Ach, da sieht man sehr viel. Ein solches Boot würde ich mir jetzt hier gerne irgendwo ins Wasser lassen und einfach wirklich mal stur geradeaus. Also jetzt, ich muss mal gerade gucken, da geht die Sonne auf, da geht sie unter. Also stur nach Süden. Stur nach Süden. Ist ja cool mit den Rudern, das gab es früher nicht, ne? So, stur nach Süden fahren und einfach wirklich mal gucken, ob hier irgendwas auf uns zukommt. Oder nicht. Weil ich würde wirklich sehr gerne neues Land erkunden. Ja. Und ja. Es gibt ja wirklich so viele Inseln und Inselgruppen und ich bin einfach mal neugierig. Vielleicht finden wir sogar einen Unterwassertempel. Wir sehen ja so ein bisschen hier die Unterwasserwelt. Oh, da kommt schon was. Das ist ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da haben wir tatsächlich schon ein bisschen Land. Wo wir anlegen können. Das ist ja sehr geil. Ich habe echt jetzt wirklich, ich habe gedacht, der Ozean ist größer. So. Ach was. Das gibt's ja jetzt gerade gar nicht. Das gibt's ja überhaupt nicht. Wie können wir das Boot wieder mitnehmen? Muss. Hey, ging das nicht so? Hallo? Ah ja, okay. Das gibt's ja nicht. Troll! Da ist ein NPC drauf. Ich wollte's ja fast schon in die Fresse nehmen. Entschuldigung. Ich wollte's ja fast schon in die Fresse nehmen, ob wir nicht sogar im Neuland irgendwo ein Dörfchen finden, wo wir dann, ja, wo wir dann eventuell sogar mal handeln können. Und das Wichtigste waren ja Möhren. Zwecks der Katzen. Ja, klar, meine Katze streift mir zwischen die Beine und ich rede hier von Katzen. Zwecks der Schweine und sowas, was wir da. Mensch, ist ja geil hier. Hallöch. Huch, die haben sogar nach. Was ist denn hier? Hallo, 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 halt. Bevor du aberntest. Rote Beete, Alter. Wie geil ist das denn? Kann ich auch so cool ernten wie die? Kann ich nicht, natürlich. Warte mal, bevor du hier mein ganzes Feld aberntest, jetzt bin ich erstmal dran hier, Kumpelblase. Die ernten. Und säen wieder neu. Das ist ja der Hammer. Das habe ich auch noch nie gesehen. Wer bist du? Bleib mal stehen. Hallo?
Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich beleidigt. Das ist ein Fischer. Aha. Und die Fischer, die machen hier die Felder oder was? Warte mal, hallo, jetzt bin ich dran. Ich nehme das mal eben mit hier, weil ich habe ja zu Hause noch nicht genug Weizen. Nein. Aber hier, die säen das ja direkt neu hier. Das geht ja nicht dann von meinen Kosten ab. Das ist ja der Hammer und wie schön das hier auch ist, ne? Geht natürlich gerade die Sonne unter, ist ärgerlich, ich habe kein Bett mit, nix. Und hier haben wir Möhren. Och, ist ja geil. Haben Sie gleich welche vergessen? Die nehme ich direkt mal. Ist hier auch irgendwas reif oder müssen wir hier erst warten? Ich glaube. Ah, doch, okay. Die bestellen das ja eh neu, ne? Ich nehme jetzt einfach mal so ein paar große Pflanzen mit. Alter, wie geil ist das denn bitte? Der Kleine da hinten, ne? Dass man in der Wüste spaziert. Ah, ist ja Hammer. Sorry, Leute, das ist der absolute Hammer. Davon habe ich. Boah, so viele Folgen habe ich davon geträumt, endlich mal so ein scheiß Dorf zu finden. Jetzt habe ich eins direkt am anderen Ende und so weit war das gar nicht. Wir sind echt nicht weit gerudert, oder? Da könnten wir direkt eine Brücke hinbauen oder so eine Schiene dann. Hammergeil. Ich würde das Dörfchen hier mal ein kleines bisschen beleuchten noch. Das kommt immer viel geiler. Tatsächlich, da hat er schon wieder neu gepflanzt, der Hund. Das gibt's ja gar nicht. Die sind ja da so schnell hinterher. Ich hoffe, dass sie nicht verärgert sind, wenn ich die jetzt hier beklaue. Aber das ist ja ultra mega gut. Und wie viele hier Leute auf den Feldern rumkriechen, das ist ja unglaublich. Wie viele Felder es hier überhaupt gibt, ne? Ich habe jetzt hier schon 4 Felder gesehen, das ist selten. Ist ja ein Träumchen. Die haben das ja hier so schön. Oh, Hammer. Entschuldigung, da hinten war auch noch eins. Was ist das? Kartoffeln! Ja, wie geil! Kartoffeln haben wir auch noch nicht wirklich. Nehmen wir doch mit. Ich glaube, ich kann das einfach mitnehmen hier. Die pflanzen das eh wieder neu, glaube ich. Ein bisschen lasse ich mal stehen. Ich bin jetzt nicht unverschämt. Am Ende wissen die nämlich nicht mehr, was da stand vielleicht, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Prinzip ist hier mit dem Säen und mit dem Ernten. Hier mittendrin auch so ein kleiner Tümpel noch. Coole Scheiße, Entschuldigung, aber. Das ist mir jetzt echt sehr nahe gegangen hier, dass wir jetzt echt gleich hier wirklich auf Festland stoßen und da ist ja direkt, das kann man ja fast schon als Hafenstadt bezeichnen, oder? Das ist ja ein Traum und wirklich weit weg ist es nicht. Da bauen wir eine Brücke, Leute, da bauen wir eine Brücke direkt zu unserem Dorf, das ist ja hier. Tja, das ist ja mehr als fair. Coole Scheiße, ohne Mist. Boah, das muss ich mal kurz auf mich wirken lassen hier. Das sieht ja so schön aus. Auch wie cool das Dorf so ist, ne? So zentral, bisschen zusammengebaut, viele Felder. Und dann ist da so ein kleines bisschen Lücke dazwischen und dann kommen hier hinten noch so 3 Häuschen. Süß, das ist echt ganz niedlich hier. Das ist gar nicht so übertrieben, ne? Coole Scheiße, vor allem das hier. Eins hat eine Tür, eins nicht. Was? Alter, hier. Möhren! Wo kommt. Jetzt waren sie weg. Jetzt hat der die sich genommen. Du kleiner Held, du hässlicher. Oh. Kann ich mit dem auch schon handeln oder was ist hier? Bleib mal stehen. Hallo. Hey. Ist unglaublich. Der rennt und rennt. Bleib doch mal stehen, Alter. Na, ist egal. Gut, komm. Lassen wir ihn laufen. Ne, das ist echt cool hier. Kaktus, ne? Könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen. Obwohl, haben wir, glaube ich. Okay. Also, es ist ein Träumchen. Wir verbringen die Folge noch ein bisschen hier im Dorf. Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen die Straße anbinden an dieses Häuschen. Ja. Dann würde ich fast mal sagen, das war die eine Straße hier. Au. Ah. Dass wir die Straße hier zum Hafen erweitern, dann da einen Hafen hinbauen und dann direkt in unser Dörfchen damit machen. Stöcke? Da kommen Stöcke raus? Seit wann das denn? Das ist mir neu. Ist das immer so? Tatsächlich. Cool. Früher konnte man die Sträucher direkt mal mitnehmen, jetzt kommen Stöcke raus. Nice, nice. Na gut, wir werden sehen. Es kommt auf jeden Fall eine neue Folge. Und dann bauen wir das hier aus.